Wir kennen es, denke ich, fast alle, gerade wenn man älter werde. Schwere Beine, geschwollene Beine vom langen Sitzen, vom langen Stehen, vom langen Laufen, was auch immer. Aber das muss nicht sein. Es gibt ganz wunderbare Übungen für die Venen und da machen wir jetzt welche zusammen. Ich richte die Kamera mehr auf die Füße, auf die Beine, damit ihr das besser sehen könnt. Einfach mal ganz entspannt auf der Stelle und machen die Füße immer wieder gerade, ziehen die Ferse nach oben, die Zehen nach unten und richtig feste nach unten. Wer Probleme mit dem Gleichgewicht hat, dann macht es nur so, aber wer kann, noch langsamer machen. So machen wir uns ein bisschen warm und pumpen gleich ein bisschen Blut in die Beine. Dann gehen wir jetzt auf den Fersen. Wir gehen ein paar Schritte vor und ein paar Schritte zurück. Vor und wieder zurück. Vor auf den Fersen, Zehen nach oben und wieder zurück. Und das Ganze machen wir jetzt auch auf den Zehen. Das heißt, wir gehen auf die Zehenspitzen und laufen ein paar Schritte nach vorne. Wieder zurück. Möglichst hoch mit der Ferse. Je höher er geht, umso effektiver ist das für die Wadenmuskulatur und für unsere Venen da unten. Umso besser werden die trainiert. Wer Probleme im Gleichgewicht hat, kann sich einen Stock oder irgendwas nebendran stellen, neben zu nehmen. Oder macht es dann auf der Stelle mit nur zwei Schritten und wieder zurück. Machen wir eine einfache Übung, die sieht einfach aus, ist aber auch sehr effektiv. Und zwar ziehen wir an einem Bein die Fußspitzen nach oben. Die Ferse bleibt auf dem Boden und jetzt ziehen wir ganz fest die Fußspitze hoch. Jeder so weit es geht. Das zieht bis hinten in den Oberschenkel rein. Und dann machen wir das andere Bein, wechsle immer mal ein bisschen ab. Das zieht dann hier rein und auch hinten. Fest, fest, fest nach oben. Das Bein wieder. Das Ganze machen wir dreimal. Ihr macht am besten mit. Die Übung geht nicht so arg lang, ein paar Minuten. Das könnt ihr gerade mal so nebenher machen oder wenn ihr vom Büro kommt, vom Bürojob, wenn ihr abends heimkommt oder Verkäuferinnen, die oft lange stehen müssen, die haben ja auch oft das Problem mit den geschwollenen Beinen. Und noch einmal hoch, fest, 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 fest hochziehen, dass es richtig zieht, dass es so fest ihr könnt. Nochmal. So, hochziehen, hochziehen, hochziehen. Jawohl. Jetzt lockern wir mal kurz aus. Eine wunderbare Übung ist unsere gute alte Kniebeuge. Wir machen die jetzt aber nicht so schnell. Ich weiß, dass das viele auch gar nicht mehr können. Wir gehen runter, jeder halt so weit er kann und bleiben da ein paar Sekunden. Man kann sich hier abstützen, man kann auch die Hände hier vormachen, dann ist es ein bisschen effektiver. Und da bleiben wir jetzt ein paar Sekunden. Wer kann, tut auch noch hier in die Zehenspitze, also die Fersen hoch. Das ist ein bisschen wackelig, aber das macht nichts, weil wenn es wackelt, dann arbeiten die Muskeln. Also wer kann, hier die Zehenspitzen unten lassen und die Fersen hoch.
gehen wir mal wieder hoch, dann gehen wir hier auch wieder auf die Zehenspitzen und strecken uns mal ordentlich durch. So, dann machen wir das nochmal, gehen wir wieder runter, bleiben hier, jeder so weit er kommt, bleiben hier in der Position, dann versuchen wir wieder auf die Zehenspitzen zu gehen. Wer in Gefahr kommt, umzufallen, geht wieder runter, aber macht so viel ihr könnt. Abgesehen von dem trainiert ihr hier euren Oberschenkel, gibt eine knackige Figur. Auf die Zehenspitzen. Da gehen wir nochmal hoch auf die Zehenspitzen und strecken uns. Haben wir uns gleich ein bisschen durchgeregelt. Dann gehen wir nochmal. Machen wir noch ein drittes Mal. Aller guten Dinge sind ja drei. Runter. Auf die Zehenspitzen. Solange ihr könnt. Wieder runter. Wieder hoch. Also die ist sehr, sehr effektiv. Wer jetzt zum Beispiel sagt, ich bin ganz wackelig, ich halte mich mal jetzt hier fest. Da könnt ihr euch mit einer Hand auch mal festhalten. Wichtig ist, dass ihr diese Bewegung macht, dass ihr hier auf die Zehenspitzen geht. Weil da die nächste Übung, die machen wir im Liegen. Am besten habt ihr immer eine Gymnastikmatte parat. Wer mich kennt, der weiß schon, ich habe meine immer hier im Wohnzimmer liegen. Oder ein weicher Teppich oder halt eine Decke, egal. Hauptsache, ihr liegt weich und dann gehen wir jetzt in die Kerze. Das kennen wir ja noch aus dem Kinderturnen, aus der Schule, die berühmte Kerze. So, also einmal hoch und dann fahren wir Fahrrad. Das ist auch eine ganz hervorragende Übung. Wer es nie hat, vorsichtig, langsamer machen. Und wenn er mit den Zehen hochkommt, die immer strecken oben, können auch mal so Füße hoch und runter. Hier die Beine auch wieder abwechselnd Fußspitzen nach unten ziehen. Wenn das zu unbequem ist, da kann es ein bisschen runter gehen mit dem Po. Da die Füße ein bisschen mehr strecken, egal. Ich mache es jetzt mal so. Und dann wieder Fahrrad fahren. Mein Knie knackt auch, mein linkes, aber es hält mich nicht davon ab, mich zu bewegen. Weil nur wenn ich immer in Bewegung bleibe, dann bleibt mein Körper auch fit. Kann man auch mal rückwärts fahren. Ein bisschen schwieriger. Es gibt dann ein eieriges Fahrrad. Da machen wir nochmal Ferse hoch und runter, abwechselnd oder beide gleich. Ganz egal. So, auspackern. Wieder runter. Das war unser kleines Übungsprogramm für die Venen. Damit die gut durchblutet werde, macht es immer wieder, macht auch nochmal ein, zwei Übungen am Tag. Aber vor allem, wenn ihr abends heimkommt, macht es und ihr werdet merken, dass mit der Zeit einfach nicht mehr so schnell anschwillt, die Beine, so dick werde. Und ich weiß es, im Sommer geht es mir oft genauso, wenn ich viel am PC sitze, dann habe ich, meine ich, da hänge ein paar Betonklötze an den Beinen, an den Knie dran. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und ich freue mich auch über einen Kommentar. Und wenn ihr öfter solche Übungen wollt, dann abonniert doch einfach gerne meinen Kanal.